Und es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, ne? Ist immer blöd, wenn ich das sage, weil ich bin halt so aus Zucker, Mann. Ich hab schlechtes Wetter und ich werde keine Freunde. Ja, gib mir was Makaberes. Oh, was sind das für kleine grüne Markierungen? Holla, die Waldfee. Da muss ich mich ja richtig konzentrieren, um das zu treffen. Ja, geil. Was haben wir denn da bekommen? Ein zerschmetterter Wrackbarsch. Eine riesige Hülle aus schuppigen Platten, die über pulsierendes, verfärbtes Fleisch schabt. Oh ja. Yeah. So gefällt mir das. So, du blöder Altar. Und weh, das passt jetzt nicht mit der Krabbe. Weh, ich bin jetzt hier nochmal umsonst hergeguckt. Okay. Das passt wirklich nicht, oder? Oh Mann, das ist doch scheiße. Wieso passt denn das hier nicht? Ach, krass, Mann. Ich brauche 2 von den Klingkrabben oder was? Von denen hier? Wie ist denn das hier gemeint? Ey, ich check's halt auch nicht, ne? Oh, so ein Dreck. Müssen wir jetzt echt warten, bis in dieser blöden Reuse und in diesem blöden Fangkorb eine Krabbe drin ist, die halt durch Zufall mal passt? So ein Quatsch. Na gut. Und hier hinten verfängt sich aber auch nichts, was wir brauchen könnten, ne? Nee, 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 nee. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und im Fangkorb ist jetzt schon was drin. Gerade eben war er noch leer. Will ich einen zweiten davon kaufen? Oh, ich weiß auch nicht. Ich meine, es war ganz schön mit den passiven Erträgen hier, aber... Eine große. Die bringt auf jeden Fall gut Geld, aber bringt mich halt auch nicht vorwärts, ne? Ich kann die gar nicht einsammeln. Ich habe gar nicht genug Platz, wa? Üff! Üff, 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 üff. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt hier ran. Verkaufen alles, was wir haben. 288, das hat sich halt wenigstens auch mal richtig gelohnt. Und das kostet hier 90. Ich will noch die andere noch haben. Und packen hier nochmal 2 Stück rein. So, zack. Die müssen wir noch reparieren. Dann legen wir beide aus und dann werden wir... Dann grinden wir ein bisschen. Und während des Grinds wird er wohl hoffentlich irgendwann da mal die passende Krabbe drin landen. Werft, alles reparieren. Zack. Dann können wir den Sprengstoff auch erstmal wegpacken, wenn wir jetzt ein bisschen grinden. Legen nochmal ab, packen die Reusen hier raus. Wo sind denn... Ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Enzyklopädie mit den kleinen Krabben. Ah, tada, tada, tada. Krabben, 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 Krabben. Küstennähe. So. Wir brauchen... Oh. Okay. Also Flachwasser. Krabben sind flach. Ich gucke jetzt hier nach Sturmklippen. Leco mio. Krabben? Krabben? Wie wär's mal mit Krabben? Wo sind denn hier die Krabben? Wieso? Wieso ist das so? Ey, Mann. Wir haben doch bisher nur das hier, oder? Okay. Ich packe also die beiden Fangkörbe hier draußen irgendwo hin. Einen packen wir hier hin. Den anderen packen wir mal hier so ein bisschen da, wo es ein bisschen tiefer ist. Oder ich will... Nee, tief ist, glaube ich, gar nicht gut. Ich glaube, wir werden die Dinger wirklich mal so ein bisschen flach platzieren, weil ich will ja die kleinen haben. So. Jetzt gehen wir pennen. Und dann wird hier geangelt, was das Zeug hält. Achso, wir brauchen ja auch noch Mats, ne? Dann habe ich die Route schon so ungefähr im Kopf. Das werden wir ein bisschen kombinieren. Das werden wir ein kleines bisschen kombinieren, indem wir uns hier so linke Hand, also was ist das? Steuerbord? Backbord? Kann das jemand im Kopf? Ich merke mir das immer nicht. Ich habe mir das schon ein paar Mal versucht zu merken, aber ich glaube, war Steuerbord war rechts, oder? Und Backbord links, kann das sein?
Ups. So. Auch schön. Eine Anomalie. Ist gut. Das, halt, du kommst hier hin. Das haben wir. Das sind die Kleinen wieder hier, ne? Die sind süß. Steuerbord hat eine R im ersten Wort und steht für rechts. Ein Backbord? Stimmt, hat nicht. Ey, das ist eine richtig gute Eselsbrücke. Ich hatte, in meinem Kopf ist das nämlich ein bisschen verdreht, weil ich bin ja... Also normalerweise wäre gewesen in die Richtung, wo gesteuert wird. Also steuern ist ja sowas wie führen. Also die Führung haben, das Steuer haben. Die dominantere Seite. Was bei mir das Problem ist, ich bin Linkshänder. Das heißt, bei mir ist links die dominante Seite. Und deswegen bin ich da im Kopf ganz oft durcheinander gekommen. Aber mit Steuer wie rechts, das ist ein echt guter Tipp. Geile Eselsbrücke. Oh, Planken. Sehr gut. Planken brauchen wir. Oh, sogar noch mehrere. Yo. Steuerbord. Oh, kommt das Viech? Nee, kommt noch nicht, oder? Oh, ich bin nervös. Okay, immer angeln wir noch. Immer halten wir... Habe ich überhaupt genug Platz für die Dinger hier? Ja, einmal können wir. Jo, perfekt. Und ab nach Hause. Wabbeliger Steinfisch. Wabbelig. Düs, düs, düs. Guck mal, in den Fangkörben ist auch schon was drin. Ne? Sehr cool. Oh, 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 das war knapp. Fast wieder den Motor kaputt gemacht. Okay, okay. Alles verkaufen. Lager, Lager, Lager. Oh. Dann... Was ist das? Ach ja, wir müssten mal die Quest abgeben gehen, ne? Wir können erstmal auf jeden Fall hier noch ein bisschen was reinballern. Aber über kurz oder lang müssen wir tatsächlich das mal wegbringen gehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal schnell, weil wir gerade eben Grind sind, gehen hier in die Werft und kaufen hier noch so ein 450. Nee, das gucken wir nicht. Da gucke ich lieber nochmal da in den Tiefen, ob nicht da irgendwo was rumoxidiert. Und schlafen gehen wir auch noch nicht. Wir gucken mal schnell nach den Fangkörben, weil die sind ja nicht weit weg. Die sind ja nicht weit weg. Ey, ich will so eine kleine Krabbe haben. Ja, na endlich. Oh, Gott sei Dank. Jetzt können wir schlafen gehen und fahren am nächsten Tag mal zu dem Schrein. Schrein! Die große Krabbe können wir noch schnell verkaufen. Das ist die hier. Nein! Nicht alle! Ich wollte doch... Ja. Bin ich doof. Manu. Oh, und ich wette, jetzt gehen die Dinger, die Scheißdinger auch noch kaputt. Die Krabbenfangkörbe, sodass ich die zwischendurch mal reparieren muss. Ich bin so schleu. Was gibt's hier noch? Die sind echt schwer zu fangen, die Teile hier. Und riesig. Alter, verstopfen die viel Inventarplatz. Oh, da gibt's einen Trophäenfisch. Oh, ich hatte nicht mal die Chance, den zu holen. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich wieder verkackt, aber... Ja, das war's, ne? Zwei davon und schon ist auch schon wieder voll. Ladida. Oh. Oh. Ich bin auf meinem Schiff der Kapitän. Ach so, schon alle? Metallschrott wollten wir nicht mehr, haben wir gesagt. Habe ich hierfür noch Platz? Einmal. Gut. Dann dürfte es das mit größeren Fischen auch schon wieder gewesen sein. Die kleinen Süßen könnte ich nochmal irgendwo fangen, falls wir die nochmal irgendwo finden.
Die, die nur ein Feld belegen. Waren das die hier? Ah, ich glaube schon. Ja, geil. Boah, guck mal, wir kriegen sogar den Frachtraum komplett voll. Ist das nicht schön? Und der Tag ist vorbei. Cool, das hat sich gelohnt. Wir checken nochmal die Fangkörbe. Guck mal, blinken auch schon wieder beide. Diesmal verkaufe ich den Kram nicht. Mann, da drückt man eh mal die falsche Taste, wisst ihr? Okay, Fischmarkt, wie schaut's aus? 290, cool. So langsam lohnt sich das ja alles auch wenigstens. Also hier Fanggründe, es ist schon tatsächlich in dem zweiten Gebiet, hier gibt es schon, ist die Ausbeute in Geld ist schon wesentlich besser. Guck mal, haben wir sie mitgenommen, die kleine Krabbe? Ja. Hier ist auch noch ein bisschen Restzeit. Die hier drüben haben wir auch nochmal leer. Oh, hier sind sogar drei. Cool. Dann, jetzt ganz vorsichtig. Also, ich will... Ach, ich habe die anderen gar nicht mitgenommen. Ja, scheiß mal drauf. Wir gehen jetzt erstmal zum Altar und machen das fertig. Was gab es denn beim letzten Altar? Gab es Forschungspunkte? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Oh, hey, vorsichtig. Nichts passiert. Boah, da muss man echt aufpassen. Das Boot geht auch relativ schnell kaputt. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile den mit dem... Ich habe gelesen, bei den Rümpfen, wenn man da die nächsten Stufen freischaltet, dann halten sie wohl ein bisschen länger durch. Ey, was war denn das? Nein! Oh, ich Vollhorst! Oh. Ach, Kacke. Ich habe zu lange auf Eile gedrückt. Ey, sag mal, bin ich denn? Ich glaube, ich lufe am Leben vorbei, oder was? Das sollte mir doch nicht mehr passieren. Das ist doch genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Scheiße, ey. Leco mio. Mann, 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 Mann. Na gut. Das war ja ein sehr kurzer und sehr teurer Ausflug. Also jetzt ist der Tag ist im Arsch. Das wird übermäßig teuer werden, den Motor zu reparieren. Dann kann ich jetzt auch die Fangkörbe hier noch leer machen. Mann, ey. Oh, so ein Quatsch. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt ganz schön. Okay, wieder anlegen. Wir packen jetzt erstmal eine Krabbe ins Lager. Dann verkaufen wir alles. 126 und jetzt... Oh, bitte sei nicht zu teuer. Bitte sei nicht zu teuer. Okay, 61 Dollar. Ich habe mit mehr gerechnet. Meine Güte, ey. Ja, und das mit den Krabben, das mit den Reusen, also den Krabbendingern, ist schon ganz cool, ne? Wenn man die hier so in Hafen näht, wenn man den Grind macht und man legt die aus und kann dann immer wieder noch eine zweite Fuhre rausholen, das ist schon okay. Da kommt auch noch, schon noch gut Kohle bei rum. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 942 und wir haben nicht lange gegrindet jetzt. Zwei, drei Runden gedreht und schon haben wir auch das Geld für die Rumpferweiterung. Oh, dich da nehmen wir auf jeden Fall mit. Das bringt natürlich immer extra Kohle, ne? Klar. Okay. Ozeanische Angel haben wir immer noch nicht. Ob wir die nochmal kriegen? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier war es auch noch nicht. Nee, eins weiter. Haben wir Dynamit dabei? Nee. Jetzt müssen wir gleich nochmal ein bisschen drinnen in den Sturmklippen gucken können. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, mit dem Dynamit das Viech kaputt zu machen? Ich habe den Fisch nicht mitgenommen. Was ist denn los? Ich glaube, ich muss mal noch mal ein kleines Päuschen bei Gelegenheit machen. Ich bin so übelst unkonzentriert. Scheiße, was ist da los? Mann, Alter. Erst mache ich den Motor kaputt, weil ich nicht aufpasse mit der Eile. Und dann bin ich endlich da und ich habe die scheiß Krabbe vergessen. Und ich habe sie ja nur deswegen ins Lager gepackt.
weil ich sie vorher in einem Moment der Unkonzentriertheit außersehen verkauft habe. Das ist... Oh Junge, Junge, Junge. Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Tagen oder Wochen immer mal, bevor ich Aufnahmen mache oder irgendwas hier so mäßig, dass ich immer mir mal die Schwitzi zur Hand nehme und ein bisschen Dr. Kawashima mache, um das Hirn so auf Trab zu bringen. Weil das hilft echt total gut, im Kopf einfach wach zu werden. So, Lager, 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 Lager. Lager Wuin. Zack. Haben wir gleich nochmal Penma. Aber heute ist echt Matsch zwischen der Rübe. Jetzt muss man noch der Fairness halber sagen, dass wir gestern auch noch relativ lange erst bei uns im Hof mit der Hausmeute rumgehangen haben und danach auch noch weitergezogen sind in die Kneipe. Aber das kann man ja auch nicht ständig als Ausrede nehmen. Ne? Okay, okay. Jetzt aber. Wir haben die Krabbe dabei. Wo ist die Krabbe? Hä? Ich hab drauf die Krabbe geklickt. Hallo? Spiel? Die Krabbe ist verdorben? Das ist doch scheiße. Wieso? Oh. Oh, scheiße, ich glaube, ich muss mich mal... Oh. Spiel! Oh, wieso tust du mir das an? Ich glaube, ich muss mich mal kurz ein bisschen hinstellen. Oh. Wieso? Wieso? Und in den Reusen ist nichts drin. Also sind ja keine Reusen, es sind ja immer noch Fangkörbe. Doch, hier ist ein Taschenkrebs. So ist das beim Angeln. Ja, ich kann mich auch dunkel dran erinnern, ne? Dass es immer hieß, so Krebse und Schalentiere lässt man ja auch, wenn man sie fängt, möglichst lange noch lebendig. Weil sobald die Viecher abnibbeln, die jetzt super schnell verderben, ne? Du bist doch der Angelprofi. Ist das bei normalen Fischen anders? Ist das nur bei Krabben und Schalentieren und so ein Gedöns, dass man die möglichst lange lebendig lässt? Oder ist das bei verdirbt alles, was man aus dem Meer, Flüssen und Seen zieht, alles gleich schnell? Ah, Mann, Alter, was für eine Odyssee. Das ist der wievielte fucking... Ich habe jetzt 4 Anläufe gebraucht, um für diesen Altar jetzt endlich diese scheiß letzte Krabbe hier zusammen... Erst hat es nicht gepasst, dann war es die falsche, dann habe ich es 1000 Mal vergessen. Ey, bitte sag, dass das jetzt passiert. Die 3 Krabben zittern. Ihre Beine stehen in seltsamen Winkeln ab. Obwohl längst tot, werden sie von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Die Krabben kriechen über den Altar und verschwinden in Rissen im Stein. Plötzlich zerspringt der massive Stein in 2 Hälften und enthält eine darin verborgene Kammer. Was ist das? Rachen der Tiefe. Aha, benötigt Reparatur. Ein gewaltiger Käfig mit aufklaffendem Schlund verschluckt alles, was dumm genug ist, hineinzustolpern. Okay, cool. Klingt lustig. Nicht okay, Google. Ich habe gesagt, okay, cool. Jetzt googeln. So, vorsichtig, will mein Boot nicht beschädigen. Das Ding können wir einmal reparieren und schmeißen es da vorne mal mit ins Wasser. Wollen wir irgendwie irgendwas davon mitnehmen oder lassen wir dann die Krabbendinger hier? Ich meine, wir sind ja ganz gut im Stoff. Wir bleiben auch noch einen kleinen Moment hier, weil wir haben A noch im Inneren noch nicht alles erforscht. Ich hoffe, dass ich ja da irgendwo noch ein veredeltes Metall finde. Und ein bisschen Kohle wollten wir ja auch noch machen, ne? Oh. Ich muss mal kurz mal das Näschen kratzen. Ah! Oh. Junge. Ah, nein, nicht in die Windhose. Das war aber scheiße knapp. Gut. Die können wir da auch gleich nochmal einsammeln, würde ich sagen. Was blubbert denn da? Ach, Fische. Einsammeln. Einsammeln. Habe ich die Krabbe jetzt wenigstens? Ja, sehr gut. Okay, alles reparieren, wieder ausbringen. Das müsst ihr eigentlich noch schaffen, oder?
Fischmarkt, 120, sehr gut. Dann mal hier drüben. Alle reparieren. Was mache ich denn hier mit jetzt? Zurückwerfen. Weg damit. Und neue Angel einbauen bringt nichts, ne? Wir haben hier unsere Küstenwasser- und Flachwasserangel. Vulkanisch, Mangrove, das brauchen wir alles noch nicht. Motor können wir noch nicht ändern. Das gute Schleppnetz haben wir schon. Mit den Scheinwerfern bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber das bringt jetzt aber auch nicht so viele Punkte, würde ich sagen. Wir können lieber nochmal hier reingucken. Ne, in die Forschung. Aber ich glaube, wir haben auch keine neuen Teile bekommen, ne? Ne. Mit den Körben hier, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das mit den Körben machen wir irgendwie mal später. Und Netze. Netze wiederum könnte ganz interessant werden, das irgendwann mal zu erforschen. Weil wenn wir natürlich durch Mangroven einfach durchfahren, die ich wette mal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas wie Mangroven oder vulkanisch die Fische dort auch richtig gut Kohle bringen werden. Also würde mich wundern, wenn nicht. Aber wir machen erstmal die Angel hier, dass wir überhaupt angeln können. Und motormäßig sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, das sollte erstmal soweit passen. Also nochmal schnell hier die Dinger auswerfen. Wo wollen wir mal? Wie macht das? Ich hole die jetzt einfach hier ins Wasser. Und gut ist, alle drei hier irgendwie in die Nähe. Fertig ist die Laube. Ach, hier wird noch die Tiefe angezeigt, ne? Viele, viele, viele. Aber hier sind auch viele Krabben. Ja, das sollte passen. Gut, eine Runde pennen. Und dann können wir uns ja nochmal am nächsten Tag drinnen, in dem Inneren der Sturmklippe nochmal ein bisschen umschauen. Inventar ist soweit leer. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Sprengstoff. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier alle drei mit, die wir haben. Und dann wird gepennt.